Ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt so viel angehäuft, weil ich mir dachte, ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh, der hat das auch, ja, brauche ich auch. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich dachte, ich brauche es. Als ich Nevin Subotic das erste Mal treffe, fällt mir als erstes seine Offenheit und Neugier auf. Da ist einer, der die Welt um sich herum durchdringen will. Noch vor wenigen Jahren stand er auf dem Fußballplatz und wurde mit seinem Team deutscher Meister. Heute sagt er, Fußball sei nicht relevant. Wie wechselt man so fundamental die Perspektive auf das eigene Leben? Bei Nevin Subotic waren es Bücher, die grundsätzliche Fragen stellen, die ihn plötzlich an seinem Leben zweifeln ließen. In einer Zeit, in der Wohlstand neu gedacht werden muss, ist ein Gespräch mit Nevin Subotic wie ein Blick in die Zukunft. Ja, es geht anders. Seid dabei, wenn ich Nevin Subotic begegne. Herzlich willkommen bei Das Buch meines Lebens. Ich bin Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Host dieser Sendung und ich freue mich jetzt, hier eine Stunde über Bücher, das Leben und die Welt zu reden. Mein heutiger Gast hat dazu ziemlich viel zu erzählen, glaube ich, die Art und Weise, wie Bücher sein Leben geradezu auf den Kopf gestellt haben. Herzlich willkommen, Nevin Subotic. Vielen Dank, freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Mit deiner persönlichen Geschichte und deinen Büchern, die hier auf dem Tisch liegen. Und du warst früher, möchte man fast sagen, Profifußballer, deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Und dann wurdest du Gründer einer Stiftung, der Nevin Subotic Stiftung, die sich in der Entwicklungsarbeit einsetzt. Du wurdest jetzt Autor mit dem Buch Alles geben, sehr erfolgreich, tourst durch Deutschland. Wenn man dich auf Instagram sieht, sieht man dich eigentlich in allen Ecken und präsentierst dieses Buch und deine Ideen. Ich freue mich, dass du hier bist und bin sehr gespannt zu hören, was du denkst und glaubst, wie Bücher dein Leben verändert haben. Können Sie das überhaupt? Bücher auf jeden Fall. Für mich war eine lange Zeit nicht klar, was in der Welt eigentlich passiert. Ich war, als ich 17 war, bin ich nach Deutschland gekommen, um hier dann professionell Fußball zu spielen. Und das hat so meine ganze Zeit gefressen und meine ganze Aufmerksamkeit. Selbst als ich nicht bei der Arbeit war, bin ich nach Hause gegangen und habe dann FIFA auf der PlayStation gespielt. Ja, und irgendwann habe ich dann aber auch entdeckt, dass das nicht mich wirklich zufriedenstellt, sondern dass irgendwie die Welt da draußen so interessant ist, ich aber so wenig weiß und irgendwie Zugang dazu finden möchte. Ich hatte nicht die Möglichkeit, zur Universität zu gehen. Ja, ich war lediglich ein Semester, bis ich dann eben mit der Fußballkarriere begonnen habe. Und musste dann auf eigene Faust quasi Wissen mir aneignen, weil ich das unbedingt wollte. Es war für mich irgendwie wichtig zu verstehen, was mache ich, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert auch oder wie ist eigentlich meine Geschichte, weil meine Eltern haben mir beispielsweise über den Krieg in Jugoslawien fast gar nichts berichtet, sondern das musste ich dann auf eigene Faust dann tun und auch also das war dann interessant. Deine Familie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Genau. Und plötzlich, als ich dann so quasi mit 17, 18 mein eigener Mann wurde, war klar, ich muss mich jetzt auch immer orientieren. Ja? Mhm. Es ist nicht mehr Schule, dass man irgendwie von 9 bis 2 unterwegs ist und ein Lehrer irgendwas erzählt, was sicherlich auch eine Relevanz hat. Aber jetzt geht es darum, so, was möchte ich eigentlich lernen? Und ich bestimme ja, welches Buch ich lese. Und das darf dann auch komplett mit meinen Interessen im Einklang sein. Und das war das Interessante. Und dann weiß ich, dass das ist ja bis heute so, wenn ich in einen Buchladen gehe, dann bin ich erstmal total überladen, weil ich mir denke, es gibt so viele Sachen, so viele Themen. Und bei weitem sind das nicht alle Bücher, die momentan existieren, sondern das sind die Kurierten, die es hier jetzt in diesen Buchladen reingeschafft haben. Aber lass mich mal, du hast gerade gesagt, so mit 17 Profifußballer kamst du aus den USA, hast deine Familie in den USA gelassen und dann hast du entdeckt, dass dir was fehlt. Wie entdeckt man, wenn man eigentlich so einen Tag hat, du bist ja im Leistungssport, die wollen viel von dir, du kriegst unglaublich viel Anerkennung, du hast einen klaren Platz in der Gesellschaft, verdienst damit gutes Geld, kannst dir einen Lebensstandard leisten, von dem die meisten träumen. Wie entdeckt man denn da, dass einem was fehlt? Also was war der Moment oder die Art? Es sind eigentlich so sehr viele Momente, denn man geht durch den Alltag und merkt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Ja? Ich verstand nicht, was Arbeitsrecht ist, Arbeitnehmerrecht, Arbeitgeberrecht, beispielsweise so auf einer sehr technischen Ebene. Ich verstand auch nicht wirklich Fußballkultur. Ne? Was ist das? Und Fankultur, wie
ne, da muss man auch irgendwie Zugang zu finden. Man erlebt es, das ist aber was anderes, sich mit der Geschichte und dem Ausmaß und das, was da wirklich passiert und den Hintergründen dahinter, das zu verstehen. Und das wollte ich eben tun. Und dann ging das weiter. Mein Auto, ich weiß, es fährt, ich weiß aber keine Ahnung, wie das von A nach B kommt. Und irgendwie war das interessant, zum Teil auch, weil mein bester Freund mittlerweile Techniker war und der konnte alles erklären. Und ich habe gemerkt, ich weiß absolut gar nichts davon. Aber es interessiert mich, weil er eben so Glänzen in den Augen hatte, als er darüber erzählt hat. Und es dann immer wieder auch so Menschen waren um mich herum, die mir gezeigt haben, wie groß die Welt ist, wie interessant, wie fantastisch das Ganze ist. Und da habe ich gemerkt, ich bin sehr weit davon entfernt, das zu wissen, was die wissen. Und das wollte ich dann unbedingt wissen. Also zum Teil auch, um das zu verstehen, was sie verstehen. Zum anderen Teil, was mich auch wirklich an sich interessiert hat. Beispielsweise auch eine andere Freundin damals hat Philosophie studiert. Ja, und sie hat sich dann mit Philosophen auseinandergesetzt, was sehr toll klingt und sehr interessant. Und natürlich, als sie Fragen dann auch reingebracht hat in Gespräche, die sie aus der Uni mitgenommen hatte, dann war das Fragen, die ich so aus meinem Alltag gar nicht kannte. Na, ich habe mir nur die Frage gestellt, im Fußball, gegen welchen Gegner spielen wir, wie spielen die? Und so plötzlich waren dann wirklich fundamentale Fragen was ist es, Mensch zu sein. Das hat dich fasziniert. Ne? Du hast nicht so gedacht, jemand gibt ja heute auch so die Tendenz, ne? Also diese Abwertung von Philosophie oder gerade in einer Welt, in der Materialismus so hoch angesehen wird. Ne? Da geht es um viel Geld im Fußball. Was ist da schon der Philosoph, wenn man so sagen will? Natürlich kann man sagen, ist ein Wert für Menschen, die Kultur schätzen, aber gibt auch viele, die versuchen, das abzuwerten, auch aus so einem eigenen Mangel heraus, weil sie es nicht verstehen. Warum hat es dich fasziniert? Weil ich habe mich darauf eingelassen. Ich glaube, so, das ist der Schlüssel bei der Sache. Es ist sehr leicht, auch Philosophie oder irgendwas einfach so zur Seite zu schieben und zu sagen, entweder interessiert mich das nicht oder es ist nicht für mich relevant. Tatsache, so Philosophie ist eigentlich die Frage, wieso wir sind. Und das betrifft eigentlich jeden, glaube ich. Aber wir, und ich hatte es auch in der Schule, halt so, es gibt manchmal Lehrpersonen, die einen überzeugen, manchmal halt nicht. Ja? Und manchmal ist man dadurch ein bisschen vorbelastet. Aber insgesamt war für mich, weil ich mich darauf eingelassen habe, da eine komplette Welt, die sich eröffnet hat. Das war wie in eine neue Stadt zu gehen, die eine riesige Metropole ist und alles so neu und es gibt gar keine Antworten auf Fragen. Es gibt erstmal nur Fragen und einfach, vor allem in der Philosophie, geht es manchmal nicht darum, eine Antwort auf etwas zu haben, sondern sich einfach mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und das ist für Menschen wie mich, die sehr gerne rechnen, manchmal sehr unangenehm, aber ich merke, dass das schon mein Gehirn stimuliert und ich dadurch vielleicht nicht einen Abschluss bekomme, aber ich bekomme dadurch eine sehr wichtige Auseinandersetzung, die auch mich definiert. Ne? Weil wie ich auf bestimmte Fragen antworte, bestimmt ja auch mein Handeln und so diese Logik von Idee und also der Philosophie hinter einer Sache bis zu der Handlung mal zu verstehen. Das fand ich dann interessant, weil dann plötzlich war es nicht irgendwie was rein Theoretisches, sondern es war etwas, was halt jetzt dazu geführt hat, dass ich mich selbst ein bisschen besser verstehe. Und das fand ich, weil es in der Anwendung dann auch Gebrauch gemacht hat, umso interessanter. Und das hat mich dann noch weitergebracht. Und du hast, ich stelle mir das so vor, einerseits dieser Erfolg, ja, ich meine, deutscher Meister, du hast einfach gesagt, außer Bayern München hat niemand geschafft, was ihr da so seitdem, damals. Seitdem, ja. Also ich kenne mich im Fußball nicht so, aber das habe ich mir gemerkt, dass du sagst, also um das zu verstehen, was es in deiner Welt bedeutet. Und auf der anderen Seite zieht dich eine Welt, die das aber auch zunehmend in Frage stellt. Also je mehr du dich, wie du sagst, selber entdeckst und Fragen lernst zulassen, wirft es auch plötzlich, stellst dich auf eine ganz andere Position. Du guckst ganz anders auf dein altes Leben, auf dich. Und war das für dich auch so, dass du dachte, boah, ich will weniger davon, oder hat es dich umso mehr gezogen? Also war das so ein starker Drang, dass du gemerkt hast, boah, Fußball, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und du hast dich ja dann auch von vielem getrennt, was anderen von Wohlstandssymbolen, Statussymbolen, irgendwie alles so grundsätzlich zu hinterfragen. Ja, ich glaube,
Für mich, so der Zugang durch die Bücher war eigentlich ein Zugang zu einem Handwerk, ne? Weil Philosophie und Geschichte sind ja Handwerke, die wir anwenden können in unserem Alltag. Ne? Sie können unsere Entscheidung, wem wir Zeit oder Geld oder Aufmerksamkeit widmen, also darüber entscheidet das. Und das fand ich sehr wertvoll, weil mir es eben auch gezeigt hat, Fußball ist nicht das Ende der Welt. Zum Teil glaubt man das, wenn man in diesem Sektor ist, dass wenn man am Wochenende gewinnt, dann ist alles gut. Und naja, mehr als alles kann es ja nicht geben. Das ist ja die Definition. Doch mit dem Handwerk, nur bedingt der Philosophie, ich glaube auch, wenn wir zum Teil dann auch zu den Büchern kommen, dass einfach andere Sichten auf Wirtschaft, auf Konsum beispielsweise, die dann umso hilfreicher waren, mal ganz konkret anhand meines Lebens bestimmte Aspekte neu zu bewerten. Weil die habe ich nicht hinterfragt, die hat keiner in meiner Nachbarschaft hinterfragt. Alle haben das Gleiche getan, gemacht, die gleichen Urlaube, die gleichen Autos, die gleichen Häuser, die gleichen Ausgaben sozusagen wurden da getätigt, ohne das jemals zu hinterfragen. Und das Handwerk musste dann eben auch angelernt werden, um das zu hinterfragen mit einer Perspektive, die auch wirklich nach einer Antwort sucht, die in einem selbst ist, ne? Nicht die alles nur vorgibt, das ist so dieser philosophische Aspekt, aber auch der wirtschaftliche und der historische Aspekt, den ich mir auch dann zunehmend angelernt habe, war für mich umso hilfreicher, weil plötzlich sehe ich nicht eine keine Zeit oder ein Produkt, das ich jetzt kaufe, sondern ich sehe die Geschichte dieses Produkts, ja, ich sehe die wirtschaftlichen Abhängigkeiten dieses Produkts, ich sehe zum Teil auch diese philosophische Ebene, so braucht man das wirklich oder nicht, was braucht der Mensch oder was brauche ich in diesem Fall wirklich. Und so mit diesen verschiedenen Werkzeugen an einer Sache, an einer Entscheidung zu arbeiten, hat mir erlaubt, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen, die ich vorher halt gar nicht treffen konnte, weil ich gar nicht das Werkzeug dazu hatte. Weil du wie so ein Autopilot durchgegangen bist und du hast gerade, hat mir bewusst erlaubt, Entscheidungen zu treffen und dich auch zu lösen von Dingen. Und deswegen kommen wir zu deinem ersten Buch, das du mitgebracht hast, Nico Pech, Befreiung vom Überfluss. Ja. Das ist ein Buch deines Lebens und sagst aber selber, es ist total gar nicht einfach zu lesen, aber es bedeutet dir viel. Ja, es ist, man muss sich definitiv darauf einlassen, aber es sind auch nur, glaube ich, 100 Seiten, die sehr bewusst geschrieben wurden, die sehr deutlich machen, dass eigentlich das wirtschaftliche System, nach dem wir momentan leben, auf Dauer verflucht ist. Ne? Wir gehen davon aus, dass eben die Welt unendlich ist quasi, die Ressourcen, die wir brauchen für all die Materialien, die wir in unserem Alltag produzieren oder konsumieren, dass diese so aus Liebe und Laune entstehen. Fakt ist, dass das nicht der Fall ist. Und in dem Befreiung vom Überfluss wird dann auch die These aufgestellt, dass es tatsächlich sehr hilfreich ist, das mal als Ausgangslage zu nehmen und zu gucken, wo möchte man dann eigentlich hin und auch wie. Ja, und in der Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsökonomie, was ja zum Untertitel gehört, geht es tatsächlich darum, dass wir uns befreien davon, dass jedes Jahr alles immer mehr sein muss, weil mehr ist gut. Das ist ja nicht der Fall, wenn man jetzt durch einen Supermarkt geht und sieht, was da für Schrott teilweise da ist, dann ist das nicht ein Fortschritt für die Gesellschaft. Ich habe das halt nie hinterfragt, nur ich dachte ja, Supermarkt, ich gehe da hin und alles ist gut, aber naja, unser BIP, Bruttoinlandsprodukt, wird ja daran gemessen oder wird positiv daran gemessen, umso mehr Sorten Chips wir haben, umso mehr Chips und Schrott wir fressen, umso besser ist das. Und naja, Tatsache ist, dass das halt nicht wirklich einen gesellschaftlichen Fortschritt oder ein Wunschvorbild darstellt, sondern eher auf ganz anderen Tatsachen befußt. Und das war für mich neu. Also die Konzepte darin waren total neu. Ich habe ihn auch live erlebt bei einer Lesung und fand ihn sehr freundlich, sehr überzeugend, sehr sachlich, ja, nicht emotional. So, das mag ich auch so. Versuche mich nicht jetzt zu überzeugen mit irgendeiner Träne, sondern so, sag mir einfach, was die Realität ist. Dann kann ich dem versuchen zu folgen. Und das macht er wunderbar in dem Buch. Es war für mich auch ein Buch, dann, womit ich immer,
immer daran gedacht habe, also zum Teil Inhalt, aber dann auch Aussage, die schon davor steht, also Befreiung vom Überfluss, ja, stellt ja schon mal einen Rahmen auf, dass wir im Überfluss leben, und dann kann man schon mal eingrenzen, wer damit gemeint ist. Ne? Also wer jetzt in seinen Schrank geht, den aufmacht und merkt, da sind so viele Sachen, die man eigentlich nicht nutzt, ja, und dann vielleicht noch in die Küche geht und da einfach mal alle Schubladen aufmacht und merkt, da ist eine Menge, die man einfach hat, weil man denkt, man muss sie haben, weil man dann glücklich ist. Und ich war genau in diesem Trubel drin. Weißt du, und noch, sich zu befreien davon hast? Ist weißt einfach... Du, weißt du, wann du genau das Buch gefunden hast ungefähr? Ich würde jetzt sagen, vor so 10, 12 Jahren wäre jetzt meine Schätzung. Mhm. Ja. Und da warst du aber noch mittendrin in allem. Also es war schon so, in deinem normalen Alltag kommt dieses Buch. Ja. Und dann steht hinten drauf, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Mhm. Ja. Ja, das merken wir heutzutage in Deutschland. Ja. Sehr. Ja, also das war, das ist eine wertvolle Aussage. Ne? Wir tendieren dazu, oder ich auch, vor allem, wenn ich das mal auf mich personifizieren darf, dass Glück ist immer, wenn ich etwas habe. Ja? Ich muss das kaufen, dann werde ich glücklich, weil so kann ich ja auf keinen Fall glücklich sein. So funktioniert Marketing leider heutzutage für viele Dinge, die wir nicht brauchen. Ja, mit dem Vermerk natürlich am Rande, es gibt natürlich Sachen, die wir brauchen. Essen, das Erste. Aber da haben wir es ja jetzt nicht geschafft, irgendwie Lebensmittel großartig günstiger zu machen. Das ist noch immer, wenn man vor allem gutes Gemüse und gutes Obst haben möchte, das sind noch immer sehr teure Preise. Ja? Aber das ist eigentlich das Wesentliche. Und dann Überfluss fängt dann an, wenn man eben viel zu viel hatte. Und ich hatte in diesem Moment viel zu viel. Ich habe mir immer noch darüber hinaus alles gegönnt. Mehrere Autos, ein riesiges Haus, dann Jacuzzi angebaut, dann Urlaube gemacht in so Bali und absolut gar keine Geschichte über Bali gekannt, sondern einfach dahin. Und ja, Bali ist toll, hat einen Strand, ja gut. Infinity Pool, schöne ja, ja, Bilder. Genau, private Villa da. Und was ja heute auch immer mehr Leute versuchen zu haben. Ne? Du hast ja so, genau. Wie du sagst, jeder denkt, wenn er es hat, hat er auch was, einen Status. Ne? Du siehst, jeder träumt davon, 7 Tage. Dann mein Bild auf Instagram, ich am Infinity Pool. Ja. Und du hast eigentlich, obwohl das ja gedacht ist als Alleinstellungsmerkmal von Status, gibt es ja immer mehr Menschen, die sagen, und wenn ich es mir nur die Woche leisten kann und das dann eben 3 Kacheln auf meinem Instagram-Account sind und 4 Stories, aber ich bin auch Teil davon. Ne? Du hast dann auch Menschen, die das vorleben und nach sich ziehen. Und was ich bei dir spannend finde, ist, dass du dann so in diesem Überfluss warst. Du kamst aber ja nicht aus dem Überfluss. Also du hast ja eigentlich so eine, kommst eher von einer Familie, die eben alles zurücklassen musste, also letztlich einmal auf null, wegen einem Krieg, der euch herausjagt aus dem Land. Dann kommst du, erarbeitest dir das alles und ne, genießt es und kommst dann aber wieder an den Punkt zu sagen, ich habe zwar alles dafür gegeben, weil auch Profifußballer, wenn du jetzt sagst, das ist wenig, erfordert es von dir persönlich schon viele Opfer, denke ich, an Leistung. Und dann wieder drehst du das und verdenkst du, eigentlich möchte ich das doch nicht so als mein Lebensziel. Ich würde sogar sagen, ich habe das nicht nur zwingend genossen, weil man denkt, wenn man das macht, dann wird das toll und herausragend. Und Fakt ist, ja, ich habe viele Sachen ausprobiert, die sehr viel Geld gekostet haben und habe gemerkt, das ist es nicht. Also das ist nicht der volle Genuss. Eigentlich für den vollen Genuss brauche ich nicht viel. Ja, ich hätte mit meinem besten Freund oder mit meiner Freundin damals auch in Deutschland irgendwo Urlaub machen können. Und entscheidend wäre, mit wem ich bin, ja, nicht wo ich bin. Und das wusste ich damals nicht. Ja, ich habe auch bis heute natürlich Freunde, die reisen durch die Welt, kommen aber mit den gleichen 3 Geschichten jedes Mal zurück. Ja, das Essen war lecker, die Leute waren nett und das Wetter war warm. Schön. Das gibt es auch ein bisschen näher, wenn dir das wichtig ist. Ja, also ist auch so ein Statussymbol geworden. Ist ein Statussymbol geworden und das ist halt
glaube ich, so vielleicht ein bisschen rüberzukommen zum Buch, dann auch wichtig, nochmal durch eine andere Perspektive zu bewerten. Ne? Wir haben über das Handwerk gesprochen und das ist günstig oder so günstig, dass sich das sehr viele Leute leisten können mittlerweile, was man zum Teil vielleicht positiv bewerten kann. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass der Sinn des Lebens darin liegt, kreuz und quer durch die Welt zu reisen, weil den Preis dafür, den zahlen andere. Ne? Also der ganze CO2-Ausstoß, der damit einhergeht, ist einer, der nicht so lustig ist, der beispielsweise momentan dazu führt, dass in Ostafrika über 40 Millionen Menschen hungern. Ja, dass ein Großteil von Pakistan überflutet wird und der Klimawandel ist halt zurückzuführen, zum Teil auch auf die Lebensweisen, die wir hier predigen, die wir hier leben, zum Teil auch predigen, weil wir denken, da ist der Sinn des Lebens, ja, viel reisen. Aber ich glaube, dass das eben nicht der Fall ist, weil man auch sich von diesem Überfluss und diesem Lifestyle sehr gut entfernen kann und man merken wird, dass es auch innerhalb von Europa sehr schöne Orte gibt und dass man nicht überall hinfliegen muss. Vor allem nicht, wenn es darum geht, gutes Essen, freundliche Leute und auch ein gutes Wetter zu haben. Ne? Das andere ist, wenn man Geschichte studiert, ja, dann oder kulturelle und gesellschaftliche und Brücken schaffen möchte, ja, gut, dann sollte man dorthin fliegen. Dann hat man, glaube ich, auch einen viel besseren Grund, als wenn es rein ums gute Essen geht. Und das war im Rahmen des Buches für mich dann auch eine Offenbarung, diese Perspektive hinzuzunehmen bei zukünftigen Entscheidungen. Ne? Weil darin habe ich gemerkt, dass auch selbst in meinem Freundes- und Umfeldkreis eigentlich die glücklichsten Menschen sind oder die am zufriedensten sind, die von denen ich dachte, die auch eher meine Vorbilder sind, das sind nicht die Menschen, die jeden neuen Trill immer in einem neuen Land suchen und am weitesten reisen müssen, um dort vielleicht Glück zu finden, sondern eigentlich das Glück vielleicht schon in ihrem Alltag integriert haben, in der Familie, das eigentlich da drin ist. Und das ist dann ein sehr ernüchterndes Erkenntnis, was total als Gegenteil zu diesem Faszination Instagram dasteht, wo alles nur ein paar Kacheln sind, die toll sind, aber naja, die Menschen, die ich kenne, die am wenigsten zufrieden sind mit ihrem Leben, die haben die tollsten Instagram-Profile. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist zu beachten, wenn man durchs Leben geht. Will man ein tolles Instagram-Profil oder will man ein tolles Leben? Weil das tolle Leben, das findet man vor allem im Alltag. Und wenn man das in den Alltag, in die Familie, in die Gesellschaft, in der man ist und sich darin befindet, integrieren kann, dann hat das einen sehr hohen Wert. Und Teil des Buchs ist es auch, das aufzuzeigen, so was ist eigentlich wertvoll. Sind es die 100 verschiedene Tüten von Chips und die 100 verschiedene Sachen, die wir sonst irgendwie konsumieren? Oder sind wir eigentlich auch gesellschaftliche Akteure, die auch wirklich das Gefühl haben möchten, dass sie beispielsweise zum Bäcker oder zur Bäckerin gehen? So, ja, hier gehöre ich dazu. Ich bin Teil dieses Ganzen. Mich interessiert ja auch so die Macht dieser Bücher. Ne? Wir sagen ja, Buch meines Lebens. Ich glaube nicht, dass Bücher die Welt verändern können, ne? Aber sie können natürlich was mit unserem Denken machen. Und du bist für mich so ein Beispiel. Und wie kommt dieser Impuls, so ein Buch zu lesen und dann zu sagen, Moment, ich brauche meine 5 Autos nicht. Mhm. Moment, ich brauche dieses Haus gar nicht. Ich brauche Fernreisen, mein Gott, der Menschen es genießen, sollen sie es halt mal machen. Aber das ist ein ganz grundsätzlicher Lebenswandel, wo du sagst, Überfluss, so heißt ja auch dieses Buch, ist für mich eine Kategorie, die mich stört sogar. Also ich möchte sie sozusagen konsequent in meinem Leben abbauen, gucken, was brauche ich wirklich. Du gehst ja echt, wie du sagst, so sachlich, systematisch dann durch, brauche ich nicht. Du hast, was ich gelesen habe, auch eine kleine Wohnung dann. Also sagst, mir reicht das eigentlich. Ich brauche jetzt kein Haus, wo alle sagen, ist der Fußballer mit der Villa. Dieser Schritt. Ja, ich kennst du das manchmal? Du liest ein Buch und es beschreibt etwas, was du selbst nicht beschreiben kannst.
So, du, wir leben ja mit Gefühlen, die wir manchmal gar nicht ausdrücken können. Ja, sonst wäre jeder Schriftsteller. Das sind ja leider die wenigen, die begnadet sind und Worte finden, um Gefühle zu beschreiben. Weil ich glaube, viele Gefühle sind verdammt schwierig zu beschreiben, ja, und können auf verschiedenste Weise beschrieben werden. Wie beispielsweise, ich weiß nicht, wie viele Bücher es über Liebe gibt, ja, und das sind alles so, dann sieht man das und spürt das und denkt sich, die Person beschreibt es besser, als ich das beschreiben kann. Und dann nimmt man das von der Person. Und das Gleiche trifft auch zu, wenn es um den Überfluss geht oder die Auseinandersetzung damit, was macht man eigentlich mit seinem Leben gerade? Ne? Jetzt auf einer sehr wirtschaftlichen Perspektive oder auf einem sehr wirtschaftlichen Objekt, Subjekt bezogen, war das auch bei mir der Fall, ne? Ich wusste, ich habe diese Sachen, aber ich habe meine Nachbarn angeschaut. Ja, die haben genau die gleichen Sachen. Also viel hatte ich nicht. Aber ich hatte schon ein dummes Gefühl, weil da muss man sich mit dem ganzen Zeug auseinandersetzen. Wenn du vier Autos und ein Motorrad so rum ja, warst, ja, dann musst du dich um den Reifenwechsel kümmern. Dann musst du die ganze, nicht Miete, das heißt dann Vergütung bezahlen, damit du das ja auch hast. Ne? Du musst die bekommen. Dann gibt es Reparaturen. Dann gibt es das. Dann hast du, ja, das Auto hast du jetzt 3 Wochen nicht gefahren. Ja, dann sollst du das mal auch wieder fahren, weil irgendwie hast du es ja auch. Ja? Dann schenkt man dem Ganzen so viel Zeit, obwohl man eigentlich nur ein Auto braucht, um von A nach B zu gelangen. Ja, also am Ende ist es so echt, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit man einer Sache schenkt, das mich frustriert hat. Ne? Ein Haus auch. Wenn Haussachen gehen kaputt, die muss man renovieren und reparieren und so weiter. Umso kleiner das Haus, umso besser, umso weniger kann schief gehen. Aber ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt so viel angehäuft, weil ich mir dachte, ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh, der hat das auch, ja, brauche ich auch. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich dachte, ich brauche es. So. Und dann geht so viel Zeit flöten, da muss man sich auch irgendwann mal damit auseinandersetzen, zu diesem Zeitpunkt, wie manage ich das? Ja, dann hat mein bester Freund hat dann auch bei mir gelebt, der mich mit ein paar Sachen unterstützt. Dann hat man auch geguckt, was kann ich irgendwie auslagern oder wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Wie kann ich das überhaupt jetzt auch mal berechnen, so meine Ausgaben? Wo fange ich da erstmal an und wie kann ich das auf ein Jahr mal berechnen? Und das war so viel Frust dahinter, weil das waren jetzt nicht irgendwie Zeiten oder Gedanken, die ich beispielsweise investiert hatte in, ja, ich würde jetzt gerne mit meinem besten Freund einfach eine gute Zeit haben oder das machen oder das machen oder das machen, sondern das ist dann so die Pflicht, die damit einhergeht, wenn man im Überfluss lebt. Ne? Man muss die Sachen ja auch machen. Man hat das Gefühl, man muss, oder ich hatte das Gefühl zumindest, ich muss. Wenn ich einen Urlaub machen muss oder wenn ich einen Urlaub mache, dann muss der dieser Art sein, dann muss er in diesem Ausmaß sein, dann muss das so teuer sein, dann darf das auch kein Zimmer sein, sondern das muss dann ein Suite sein. Und dann geht so viel Geld flöten und ich mir denke, am Ende all dieser Aufwand, all das Geld, all die Zeit, wofür eigentlich? Um ein Dach über dem Kopf zu haben und mobil zu sein? Nee, das geht viel besser. Und ich hatte nur ein Gefühl, ich konnte das noch nicht wirklich schildern. Ich hatte keine Worte dafür. Und dann, als ich das Buch gelesen habe und auch Nico Paich, glaube ich, so spricht er sich aus, bei der Lesung dann gesehen habe, dann war irgendwie deutlich, ich muss eigentlich nicht diese ganze Zeit und Geld und Aufmerksamkeit diesen Sachen schenken. Das ist nicht nur sinnlos, sondern so das schadet meiner persönlichen Entwicklung, das schadet meiner Zeit mit meinem besten Freund oder mit meiner Freundin oder einfach generell mit meiner Freizeit. Und es geht eigentlich besser. Und nicht nur ist es wichtig wegen der Zeit und der Aufmerksamkeit und mir, sondern eigentlich kommt ja dann die nächste Dimension hinzu. Ja, woher kommen denn diese ganzen Rohstoffe, um das zu produzieren, was ich da hatte? Wer zahlt ja eigentlich den Preis für die ganzen Flüge? Und das war dann so der Weg von einem Gefühl, das ich nicht definieren konnte, das aber einfach genervt hat, zu dem Buch, das dann die Worte und auch eine Lösung vorgestellt hat, an der ich mich orientieren konnte. Und dann war es eigentlich eine Befreiung. Du kommst in eine Wohnung, denkst eigentlich, sind die Dinge weg. Und du hast gerade, glaube ich, den Satz gesagt, der dich dann zum nächsten Schritt, zum nächsten Buch brachte, was dann wieder dein Leben verändert hat, dieses, wer zahlt eigentlich den Preis für die Dinge, die wir leben? Und da hast du auch ein Buch dabei,
Vielleicht magst du es uns direkt vorstellen. How Europe Underdeveloped Africa. Ja, das ist ein Klassiker. Ich glaube, das wurde in den 70er Jahren von Walter Rodney, der dann danach kurz später starb, geschrieben. Und so wie ich das verstanden habe, war das ein Seminal Work. Also das war eines der entscheidendsten Bücher dieser Generation. Ne? Man muss auch sagen, in den 60er Jahren viele Länder in Afrika wurden independent, also haben ihre Unabhängigkeit erlangt oder erkämpft, besser gesagt. Und damit kam dann auch umso mehr die Möglichkeit, sich mit der Geschichte nun mal echt auseinanderzusetzen, das während der Kolonialzeit halt so gut wie gar nicht erlaubt war. Und diese intellektuelle Klasse war unter anderem besetzt von Walter Rodney, der im Gegenteil zu Nico Pech kürzere Sätze hat, die für mich noch leichter zu verstehen waren und der für mich ein sehr komplexes Thema näher gebracht hat. Und das Format war einfach auch sehr hilfreich an sich mal sich daran zu orientieren, weil das Buch ist, ich glaube, in vier Kapiteln quasi dargestellt. Das eine ist Afrika als Kontinent in seiner Entwicklung bevor dem Jahre 1500, weil nach dem Jahre rund um 1500 eben sind die Europäer auf Ausbeutungstrips nach Afrika gegangen. Da hat auch der Sklavenhandel dann schon begonnen. Und der erste Kapitel dient dann einfach mal die Phase davor, also bis zum 15. Jahrhundert darzustellen. Kapitel dann 2 und 3 sind fokussiert auf beide sozusagen Protagonisten. Einmal, welchen Effekt hatten die letzten 500 Jahre der eigentlich Ausbeutung von Afrika, was für einen Effekt hatten die auf Europa? Das ist ein Kapitel. Das nächste Kapitel ist, welchen Effekt hatten die letzten 500 Jahre auf Afrika? Und zum Schluss kommt dann noch, welchen Effekt aus dieser Zeit der letzten 500 Jahre hat sich jetzt in die Moderne übertragen, also in das postkoloniale Zeitalter, in dem wir uns momentan befinden, wovon aber die Strukturen in den letzten 500 Jahren geschaffen wurden. Und allein diese Vorstellung, ne, wenn man, ich glaube, ein bisschen Geschichte studiert oder ja, studiert hat, ne, dann könnte man das noch mit vielen Momenten jetzt selber gedanklich füllen. Aber ich glaube, weil wir in der Regel, wenn europäische Geschichte lernen oder westeuropäische oder amerikanische Geschichte in unseren Geschichtsbüchern haben, dann fällt es uns sehr schwierig, diese Kapitel jetzt ganz lose mit Inhalt zu füllen. Das könnten wir gerne jetzt auch zum Teil tun, weil das für mich eben auch am Anfang genauso war. Das Anfangskapitel war schon sehr beeindruckend. Dann diese quasi Kapitelstruktur zu haben, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, waren Fragen, also das hat Fragen ausgelöst, die ich mir sonst nie gefragt hatte. Und jetzt konnte ich nicht nur die Fragen vor mich haben, sondern auch einige Antworten finden. Fragen, die du dir nie gestellt hast. Und wenn du so sagst, du hast diese 500 Jahre dann mit den Effekten auf Europa und den Effekten auf Afrika. Mhm. Also wenn du sagst, du hast dir was hat es mit dir gemacht? Also ich vermute, du hast wie die meisten, die nicht damit zu tun hatten, gar nicht viel drüber nachgedacht, auf wessen Armut dieser Wohlstand hier beruht. Und was sagst du, bringst ja mit als eines der Bücher, die dich geprägt haben und die dich vielleicht auch dann in deine Arbeit in der Stiftung letztlich motiviert haben, in diese Richtung zu gehen. Wie hat es dein Blick auf den Kontinent? Also vorher war es ja so ein bisschen der Blick auf dich, in deiner Welt, dein Überfluss. Mhm. Und dann hast du auch gesagt, du suchst deinen Platz in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Was ist eigentlich Gesellschaft? Mhm. Das fand ich auch ganz schön, dass du auch einmal so gesagt hast, ja, wie du auch jetzt gesagt hast, was ist eigentlich Fußballkultur? Mhm. Was ist eigentlich mein Platz in der Gesellschaft? Und
dass du einmal gesagt hast, dieser Platz in der Gesellschaft ist dir zugeschrieben, auch wenn du ihn gar nicht bewusst fühlst und dass du ihn lieber bewusst fühlen willst. Und dann kommt jetzt eben das Ganze für uns als westliche Länder, sogenannte. Mhm. Und da gehst du mit dieser selben Analyse rein, dann kommt dieses Buch und sagt dir, du bist auch noch als Individuum in der Gesellschaft Teil von einer Gesellschaft, die sowas macht. Ja? Ja. Und bist eh in diesem Prozess von sich selber nochmal anders erfinden, habe ich den Eindruck. Und dann war das dann so ein schlechtes Gewissen oder war das eher auch ein Schuldgefühl oder was hat das dann mit dir gemacht? Was hat das mit mir gemacht? Das ist eine gute Frage. Es ist also erstmal was super interessant, weil es auch richtig gut geschrieben ist und mit richtig klaren Geschichten nochmal untermauert wird, alle Aspekte. Und trotzdem ist es noch immer eine sehr High-Level-Zusammenfassung von den Themen, sonst müsste das so dick sein. Und bei mir war bei der ersten Lesung erstmal mein Unwissen etwas, was mich total frustriert hat, weil das so wichtig ist für mich zumindest, zu verstehen, wie die Welt ein bisschen funktioniert. Nicht die Welt so generell als Objekt, sondern so auch meine Realität. Ne? Ich bin ja auch hier Konsument, wie ich auch Wähler und auch Bürger bin. Ja? Und in all diesen Sphären habe ich ja auch eine Verbindung zu Afrika oder eigentlich auch zu der Welt. Ne? Weil meine Sachen, die ich hier herkomme, die Baumwolle wurde nicht in Deutschland gemacht und das Ding wurde auch nicht in Deutschland produziert, aber es wurde in Deutschland verkauft. Und da habe ich es gekauft und naja, also materiell gibt es da schon viele Verbindungen und das war nur so bedingt bewusst. Aber dann diese historische Verbindungen, die es gab, die waren mir sowas von unbekannt. Ich wusste das wirklich zu 0% teilweise. Und das hat mich frustriert, weil es eben so relevant war. Das Zweite, um auch wegzukommen von, was ich gefühlt habe, so über mich, war die Frustration, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber dieser Frust, der damit einhergeht, dass eine große, wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern die größte Ungerechtigkeit ja, der Welt, weil das nicht nur ein Ereignis ist, sondern das sind ja auch Strukturen und Systeme, die geschaffen wurden, dass sie weiter noch sehr aktiv ist und dass wir davon nichts wussten, sondern auch implizit daran partizipieren. Ob wir das möchten oder nicht, ne? Das ist dann egal. Aber am Ende, wir sind Teil des Ganzen. Und jetzt konnte ich ein Teil des Ganzen, das beschreibt ja auch nicht die ganze Welt, sondern nur jetzt Europa und Afrika in Bezug zueinander. Das war dann sehr erleuchtend und hat zu mir zu einer großen Frust geführt. Aber Frust, dass du eigentlich kannst ja auch froh sein, dass du, also du bist dann frustriert, aber eigentlich ist ja auch krass, dass du überhaupt Lust hast, das Ganze so zu entnehmen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich würde fürchten, also traurigerweise ist wahrscheinlich die Mehrheit nicht nur des Fußballs, sondern unserer Gesellschaft nicht informiert und interessiert daran. Ne? Also du einmal, das sieht man auch immer so an, dieser Frust, ich habe das nicht gewusst, also auch wie so ein Wut über diese Enttäuschung, dass du das, die Augen davor verschließen konntest und gleichzeitig aber ja, dann demotiviert dich das ja nicht, sondern motiviert dich immer stärker irgendwie, dich da reinzugraben und noch tiefer zu suchen. Und bis hin zu der Entscheidung, da sind wir ja wieder wie direkt zum Buchen Leben, zu sagen, Moment, jetzt nach dieser Fußballkarriere will ich was Sinnvolles machen. Und ich will eine Stiftung gründen, ich will eine gemeinnützige Arbeit leisten. Und du suchst dann so das Feld, wo du das Gefühl hast, da kann ich am meisten ausrichten. Und war das dann auch so das Buch, was dir gezeigt hat, das ist für dich so die Schneise, entlang der du deine Aufgabe suchen willst? Es war auf jeden Fall eins der Bücher, das mich sehr stark geprägt hat, weil ich dadurch wiederum so zum Handwerk jetzt die Welt ein bisschen besser verstehe. Dann spielt für mich die Rolle
beziehungsweise die Auswirkung, die ich mit dieser Entscheidung treffe, eine bedeutsame Rolle. Und diese Auswirkung, die verstehe ich auch nicht komplett. Ja, das ist unmöglich zu verstehen, aber weil etwas unmöglich komplett zu verstehen ist, bedeutet das nicht, dass wir uns gar nicht damit auseinandersetzen sollten, sondern eigentlich, dass wir uns zumindest ein bisschen damit auseinandersetzen, damit wir ein bisschen davon verstehen, von was die Auswirkung ist. Weil wir wurden eben lang genug und auch bis heute natürlich geblendet mit verschiedenen Bewegungen, die da gesagt haben, alles ist gut und alles wird besser und nichts ist deine Schuld, weil jetzt zwischen dir und den armen Bauer, der die Baumwolle da anpflanzt, sitzen 5 Unternehmen vielleicht, ja. Und weil das so komplex ist, hast du eigentlich keine Verantwortung zu tragen, sondern wenn am Ende da noch ein schönes Label ist oder eine schöne Geschichte, dann reicht das für diese Entscheidung. Und das ist halt so eine, auf Deutsch gesagt, so eine billige Ausrede, ja. Vor allem dadurch, dass ich durch die Stiftungsarbeit ja auch selber dann die Leute und die Orte kennenlernen durfte, die dann am anderen Ende sitzen. Und zum Teil ist es einfach dieses Kenntnis so, dass man Menschen respektiert, sie kennenlernt, die Orte auch wirklich sieht. Und das ist schon eine Erfahrung an sich. Aber die muss man nochmal in einem größeren Rahmen einordnen können. Ja, und dieser größere Rahmen, der mir geholfen hat, Sachen einzuordnen, den habe ich in diesem Buch gefunden. Weil da die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen sehr klar belegt wird und sehr viele Parallelen eben bis heute bestehen. Ne? Wenn wir uns darüber unterhalten, wie Handelspolitik weiterhin betrieben wird, dann wird alles unter der liberalen Marktwirtschaft gesehen, was ja sehr cool klingt, ja, ist ja sehr schön. Aber das ist auch nur bedingt die Wahrheit, weil liberal, ja, klar, nur in dem Fall, wo es erwünscht ist, in anderen Fällen ist das halt nicht der Fall. Und wenn es beispielsweise um industrielle Güter geht, dann ist wiederum in Deutschland oder EU-Politik, klar, das möchten wir nicht. Wir haben uns die letzten 500 Jahre daran gewöhnt, dass die vielen afrikanischen Länder eben nur natürliche Ressourcen zu uns schicken. Das sollen sie auch bitte weiterhin tun, gerne in einem größeren Maße, damit wir noch mehr konsumieren können. Und das ist mehr als unfair, weil wir den Menschen die Möglichkeit nehmen, eigene Produktion voranzubringen. Wir entnehmen den Menschen und viel mehr Menschen haben nur noch Zugang zur Bildung, dann aber diese auch tatsächlich einzusetzen. Ja, weil Industriegüter sollen weiterhin in bestimmten Staaten produziert werden, die da beispielsweise jetzt mittlerweile in China auch, wo viel produziert wird, aber auch in Deutschland und dann wieder zurückgeschickt werden nach Afrika und dann vielleicht dort eingesetzt. Aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, ein Auto ist, glaube ich, ich hatte es, glaube ich, zuletzt wie 30.000, wie 30 Tonnen Bananen, die geliefert werden. Ne? Also wenn die einen sehr viel Bananen liefern, liefern wir ein Auto und haben dann Parität in der Handelsbeziehung. Und das ist keine, die darauf hinaus ist, wirklich gesellschaftliche Entwicklung voranzubringen, sondern genau, wenn man das Buch auch gelesen hat und die Struktur dahinter dann auch versteht, eine Fortsetzung der Ausbeutung ist. Wir sind früher als Familien groß geworden. Wir haben in Familien gedacht. Die Welt ist ein bisschen größer, weil eben auch wenn man sich die letzten 500 Jahre mal anschaut, geht ja sehr viel darauf hin, dass wir Teil einer globalisierten Welt sind. Und das Problem, dass das momentan eher auf wirtschaftlichen Strukturen basiert ist und wir noch die gesellschaftlichen dafür benötigen und aufbauen müssen. Die gibt es nur bedingt. Ne? Die werden aufgebaut und das wird auch ein sehr wertvolles oder ist ein sehr wertvolles Projekt. Und unter diesem Aspekt war für mich wichtig, so diese mich zu nicht mehr so einzugrenzen, meine Familie, mein Dorf und mein Ort hier, wo ich bin, sondern das komplett
wegzugehen und diese globalgesellschaftliche Perspektive einzunehmen. Und dann auch die Themen, die am wichtigsten sind. So, ich würde nicht sagen, nur Wasser ist das Allerwichtigste. Es ist halt lebenswichtig, ne? Und durch Recherche war für mich klar, wenn ich mein Leben für etwas einsetzen möchte, dann hier, wo bitteschön auch die Evidenz stimmt. Ja, wo da, wo momentan knapp 800 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Wo vor allem die Menschen, die das haben, nicht aus eigener Lust und Laune das nicht bezahlen können, sondern das sind halt die Leute, die unsere Baumwolle pflücken für ein paar Cent pro Stunde, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen, dass es vielleicht auch gut wäre, anderswo auch mal vielleicht einen Mindestlohn einzuführen oder irgendwelche humanitären Standards, die auch wirklich einen humanitären Standard darstellen, zu etablieren. Und naja, um das Ganze anzugehen, muss man irgendwo anfangen. Und leider müssen wir ganz am Anfang anfangen. Und das ist der Zugang zu Trinkwasser. Aber der ist lebenswichtig. Und ich habe seitdem auch nicht bereut, weil es war keine Gefühlsentscheidung, sondern es war eine faktische Entscheidung. Du bist dann, ja, ich finde es interessant, keine Gefühlsentscheidung. Also bestimmt waren auch Gefühle mit dabei, aber ich glaube, Gefühle auch zum Teil dadurch, dass ich sehr frustriert war, dass ich mich so reduziert habe. Ne? Und das ist ja auch nur meine Familie, die ist lieb, sehr lieb. Und ich kann auch verstehen, dass ne, wenn der Sohn es wirtschaftlich geschafft hat, dass man dann sagt, ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir dran. Mhm. Ja? Und ich habe auch meinen Eltern eine Wohnung gekauft. In New York, da gibt es keine Häuser. So. Viel Geld hatte ich dann auch nicht, aber die waren schon abgesichert. Ne? Die mussten sich bis heute keine Gedanken darum machen, ob der Kühlschrank jetzt voll ist oder nicht. Oder selbst wenn der Kühlschrank mal ausfällt. Ja, ich glaube, zuletzt war es, ich glaube, 40%, das war in Amerika Statistik, glaube ich, dass 40% der Bevölkerung das nicht finanzieren könnten, ne, wenn der Kühlschrank ausfällt. Mhm. So, und in dieser Realität leben wir, was einfach verrückt ist. Und meine Eltern, die müssen sich keine Gedanken darüber machen. Meine Mutter hat zum Glück einen guten Job. Was sollte ich noch machen? Und ich irgendwie war da auch ein Frust gewachsen, weil ja, nur in Deutschland und nur da, wo schon ohnehin viel Geld ist, nur das zu tun, finde ich falsch. Das auch zu tun, finde ich richtig. Mhm, ne? Weil die Möglichkeit hat man ja auch. Woher kommt denn diese Skepsis mit dem Gefühl? Ich habe das ja auch in anderen Gesprächen immer gehört, dass es dir wahnsinnig wichtig ist, ja, immer so Fakten addiert. Aber ich meine, Fußball sagt ja jeder, gucke ich, weil da das Gefühl so mitspielt. Man guckt, weil du hast nie diese 90 Minuten träumt ja jeder Regisseur mal so viel, sagen sie immer so. Ich hätte so gern ein Stück so Regie geführt wie beim Fußball, weil da ist jeder dann 90 Minuten dran, ob es gelingt. Ja, also ja, du kommst ja aus der Welt, wo Gefühl eine ganz große Rolle gespielt hat, auch in dieser Fankultur, die du gesagt hast. Und heute habe ich immer den Eindruck, dass du eben ja auch über die Bücher redest, aber dann immer die Sachlichkeit. Und ja, ist das Wo ist das Gefühl bei der Arbeit oder wo ist es, darf es da sein? Es ist eine sehr gute Frage. Und die Tatsache ist die, dass ich häufig gesehen habe, dass gutes Tun definiert wird von dem, der das tut, nicht von dem Empfänger. Und dazu hat sich eine ganze Kultur hier auch etabliert. Ne? Das Gutes tun ist alles, ist auch nichts. Engagieren ist alles, ist auch irgendwie nichts. Und wenn wir bei Gefühlen bleiben und Gefühle entscheiden darüber, ob etwas richtig ist oder nicht, dann negieren wir ja quasi Fakten. Ja? Ist etwas gut oder nicht? Zum Glück für manche Sachen haben wir wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns sagen, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Und mein Ziel ist es nicht, gut auszusehen und zu sagen, ja, ich glaube, dass das gut ist und ich, weil ich es glaube, ist es ja richtig, ja, sondern tatsächlich damit auseinanderzusetzen, ja, ist das jetzt wirklich positiv
Ja, es, hat es den gewünschten Effekt oder nicht? Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Es gibt eine interessante Studie, die ich glaube, die läuft noch immer. Die lief in Amerika, in Massachusetts, und da wurden also Big Brother-Programme mal ausprobiert. Aber von der Konzeption des Programms war es schon klar, das soll getestet werden. Wirkt es oder wirkt es nicht? Weil die Hoffnung der Person damals war, wissenschaftlich darzustellen, solche Programme funktionieren. Die haben also, ich glaube, es waren 500 Kids zum Treatment gemacht. Also die waren Teil des Programms, 500, die waren nicht Teil des Programms, damit man nur sieht, wo ist denn der Unterschied. Und die haben die Kinder, also den 500, die teilgenommen haben, einen großen Bruder gestellt. Der kam aus einer wohlhabenden Familie in der Regel oder war so eine, wie eine Vaterfigur, irgendwas dazwischen, hat ein positives Beispiel gelebt, vorgelebt, dem auch vielleicht mal ein paar andere Aspekte von Familie und so weiter gezeigt. Und klingt ja gut, ne? Aber die haben die Kinder mal verglichen, nicht nur währenddessen des Programms, sondern dann auch 4 Jahre später, 10 Jahre später, 15 Jahre später, 20 Jahre später, 30 Jahre später und einfach mal geguckt, hey, was hat denn das eigentlich gebracht? Und zur Trauer derjenigen, die das auch geleitet haben und deren Sohn, der das Programm übernommen hatte, war es so, dass die Gruppe, die teilgenommen hat an diesem Programm, wo man das verkauft hat als etwas, was gut ist, schlechter dastand. Schlechter in Alkohol, Alkoholismus, Rauch, Lebenserwartung, Scheidungsquote, Familienquote, also fast an allen Parametern, die sie gemessen haben, haben sie gesehen, dass das nicht gewirkt hat. Und das war voll das Warnsignal für mich, weil ich würde natürlich auch denken, es klingt ja schön, ja, so ein Programm, wo jemand aus einer reichen Viertel kommt und dir sagt, wie eigentlich einfach das Leben ist, man muss nur hart arbeiten. Die Realität ist aber eine andere. Ja, und da, finde ich, liegt so der Wert einer NGO, wie wir das sind, dass wir eben nicht den einfachen Weg gehen und nicht sagen, wir ignorieren solche Fakten, sondern wir nehmen sie sehr bewusst wahr. Und sicherlich machen wir auch Fehler. Ne? Das ist, man probiert ja Sachen, um dann daraus zu lernen. Aber Sachen zu probieren, um daraus nicht zu lernen, finde ich nicht respektvoll den 500 Kids, die damit den Preis gezahlt haben. Weiß man, hast du im Kopf, warum? Also war das so eine Frustration bei denen, dass sie gesehen haben oder gesagt bekommen haben, sie könnten, und dann eben durch den Frust, dass sie es dann doch nicht können, also die frustrierter Studie, waren als die andere Testgruppe? Die Studie war ja zu gucken, was ist der Unterschied? Den Unterschied haben sie gemessen, fortlaufend. Und die stellen dann auch nur Thesen auf, weil sie jetzt nicht zurückgehen in Zeit gehen können, um das nochmal zu testen. Aber eine der Thesen war, da kommt jetzt jemand aus einem reichen Viertel, sein Leben ist ein komplett anderes. Ne? Der muss sich nicht Gedanken machen um die Mutter, die ist vielleicht Stay-at-home-Mom, kann sich das leisten, weil der Vater so viel Geld verdient. Ja? Der hat schon von jung auf wurde der gefördert und der hat Zugang zu Büchern, die ich nicht habe, weil ich kann mir nicht die 20 Euro leisten. Ja? Und zur Bücherei, hier gibt es in unserer Nachbarschaft da keine Bücherei. Also klar, der kann über Bücher erzählen, aber ich habe nicht den Zugang. Und der schafft damit, das ist die These, eine Erwartungshaltung, dass eigentlich ja alles so einfach ist, man muss nur ein bisschen an sich arbeiten, obwohl Leute in prekären Verhältnissen, man könnte argumentieren, mindestens genauso hart arbeiten wie Leute, die es ökonomisch geschafft haben. Aber dann kommt dann einer und erzählt dir genau das Gegenteil. Und er sagt, du musst nur ein bisschen hart arbeiten. Ja, du hier das und das und Familie ist auch toll, toll, und ne, man muss da mit der Mutter und muss man auch Zeit miteinander verbringen, gemeinsam Abendessen, und das soll auch gesund sein, ja, und am besten noch Bio und so weiter. Ja, das ist schön und richtig, am besten ist das da voll, aber das entscheidet, aber das ändert nicht die Realität, dass vielleicht die Mutter Mindestlohn verdient oder noch Schwarzarbeit macht. Dass die Mutter, so wie das bei vielen, vor allem Migranten ist, wie bei meiner Familie, die arbeitet ja nicht nur für sich und ihren Sohn, die arbeitet vielleicht auch noch für die Familie, die zu Hause liegt. Ja? Und all das beachtet nicht das Programm in diesem Fall. Und
Das ist jetzt so die groben Thesen, die da aufgestellt werden. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wenn wir ganz einfache Lösungen suchen für komplexe Probleme, dann können sie funktionieren, müssen aber nicht. Und ich finde, wir haben eine höhere Verantwortung als NGOs, aber auch als Menschen, die sich dann engagieren, zu gucken, dass wie in erster Linie, do no harm. Ja? Do no, also füg keinen Schaden hinzu. Mm. Sei dir den Risiken bewusst, weil wir es den Menschen schulden. Bei uns in der Stiftung gilt für mich immer, wenn wir etwas machen, dann muss das gut genug sein für meine Mutter. Wenn ich es nicht meiner Mutter geben kann, dann ist das nicht gut genug. Und das stellt schon mal eine Erwartungshaltung auf, die nicht so einfach ist, als, ja, weil ich Gutes tue, ist es schon gut per se, ja, mhm. Sondern es ist dann, nee, das muss jetzt ordentlich gemacht werden. Und das ist der Ansatz, den wir haben. Und damit geht auch einher, dass man auch unschöne Dinge ansprechen muss, weil nur so können sie besser werden. Wenn wir sie ignorieren, werden die Sachen nicht besser. Und deshalb muss ich manchmal derjenige am Tisch sein, der dann sagt, hey, alles gut und schön, aber ob es Gutes tun, tatsächlich Gutes bewirkt, das sollten wir nochmal ein bisschen untersuchen. Magst du neben Sachbüchern auch Romane? Ich habe leider nicht mehr die Zeit dafür, aber ich hatte mal natürlich, ich glaube, Dan Brown hat ja so Da Vinci Code und so weiter geschrieben, ja. Da Vinci Code, ich glaube, in 2 Tagen dann so total durchgelesen. Und das war mein erstes Buch. Das war bei einem Trainingslager in Atlanta. Und da haben die uns schon vorher gesagt, da gab es da schon Smartphones? Da gab es noch keine Smartphones. Da gab es auf jeden Fall kein Fernsehen. Mhm. Ja. 2005. Und dann habe ich das einfach so voll weggefrühstückt und fand das total interessant. Mittlerweile bin ich eher in Sachbüchern unterwegs, weil ich das sehr wichtig finde und mit der limitierten Zeit bin ich fast schon gezwungen, das zu tun. Du hast ja selber auch eins jetzt herausgebracht mit deiner Co-Autorin Sonja Hartwig. Und du glaubst, alles geben, das ist so für dich das Motto. Aber ich frage mich jetzt, wenn du so siehst, was diese Bücher für dich bedeutet haben, hast du deins auch geschrieben mit der Ambition, dass du denkst, also inwiefern willst du Vorbildfunktion sein für andere junge Menschen oder für Menschen, die gar nicht mit dem Thema zu tun hatten? Du hast, Jürgen Klopp hier als Mensch, der dich empfiehlt, den ja auch viele emotional mögen. Also du bist immer sachlich, aber ich finde schon, dass, dass man auch spürt, wie wichtig, also dass du so das Beeindruckende auch ist, dieser Wunsch, dir das jetzt so fast im Zeitraffer alles zu erarbeiten, habe ich immer das Gefühl, so was, das weiß ich noch nicht. Und so, ich stelle mir vor, wie du beim Kicken eigentlich gewesen sein musst, wenn es nicht ging. So warst du wahrscheinlich auch eher schnell so, ich will das ehrgeizig, jetzt. Ehrgeizig, ja. Sonst kommst du niemals auf das Niveau. Und alles geben ist schon so deins. Hast du Bücher eigentlich als Kind schon, haben deine Eltern Bücher zu Hause gehabt oder kam das wirklich erst später? Das kam wirklich erst später, weil meine Eltern waren eher mit Arbeit beschäftigt, weil sie genau das Beispiel gelebt haben, das ich vorhin erzählt habe. Also die haben nicht nur irgendwie Geld erwirtschaftet, damit es uns gut geht, sondern die haben dann auch 2, 3 Jobs gehabt, damit sie möglichst viel Geld erwirtschaften, damit das in die Kriegsregion damals nach Jugoslawien gegangen ist. Deshalb war ich erst sehr spät in den Genuss gekommen, aber klar, in der Grundschule gab es dann auch den einen oder anderen Zugang dazu. Da war, glaube ich, noch SAMS angesagt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das kam dann erst später. Und vielleicht nur ein Punkt, so ich bin auch mal emotional. das sieht man dann auch, wenn ich feiere. Manchmal raste ich dann aus. Oder irgendwann, das ist das Schöne, habe ich dann auch mal irgendwann gelesen, dass in jeder Kultur auf der Welt gibt es Gesang und Tanz. Und die These ist dann, dass wir als Menschen manchmal das Bedarf haben,
wir können manche Sachen nicht in Worten gerade ausdrücken, sondern wir müssen sie entweder schreien oder es muss was Schönes sein. Das, ne, also schreien per se tut man sich nicht lange an, sondern dann kommt Gesang oder manchmal möchte man einfach so aus der Ekstase heraus Sachen heraustanzen. Ja? Und ich habe auch natürlich auch diese Momente genauso wie jeder andere. Und zum Buch. Auf jeden Fall ist das ein Buch, wo ich hoffe, dass die Leute anhand meiner Geschichte dann auch sehen, welchen Weg ich gegangen bin, hoffentlich auch die eine oder andere Parallele sehen zu ihrem Leben und vielleicht auch noch eine Parallele ziehen, wenn sie noch nicht da ist. Also vor allem, wenn wir über die Themensprünge dann sprechen von Fußball, man denkt, Urlaub muss man immer ganz weit machen, damit der sinnvoll ist, zu dieser Frage, was ist eigentlich sinnvoll und in welchem Kontext agiert man? Und da haben mir die vorherigen zwei Bücher enorm geholfen, den Kontext zu definieren, den zu verstehen und entsprechend auch zu agieren. Wie erzählst du eigentlich deinen Eltern von der Arbeit? Also nimm die teil, oder kriegen die viel mit? Oder machst du eher so, nee, Family Life, dann habe ich alles hinter mir? Ja, oder nee, inwiefern wirst du die teilhaben? Meine Familie wohnt in Amerika, das heißt, ich sehe die nicht. Ich habe auch keine eigenen Kinder, deshalb ist das meine Eltern und Schwester, die ich damit meine. Amerika ist halt ein wildes Land. Beide arbeiten in Manhattan. Meine Schwester bis vor kurzem noch an der Wall Street für die Deutsche Bank. Das ist eine andere Mentalität und anderer Kontext, in dem sie agiert, wo ich dann natürlich Unterstützung bekomme und beide unterstützen auch die Stiftung. So, meine Schwester und meine Mom, die finden das cool und haben auch immer Interesse, mehr daran zu erfahren. Und ich habe auch ein großes Interesse, das immer mit ihnen zu teilen. Auch wenn nebenbei noch eine Menge passiert, weil meine Schwester zwei Kinder hat, mein Nichte und meine Neffe. Und dann möchte ich auch ein bisschen über die was erfahren, nicht jetzt nur Vorträge über die Stiftung halten. Doch da balancieren wir das Ganze immer wieder aus. Wenn du sagst, du möchtest alles, was du tust, mit dem guten Gewissen machen, so habe ich das Gefühl, dass du nicht eben sagst, nur weil ich dann der gute Neven Subotic bin, der irgendwo hilft, das ist nicht dein Anliegen, sondern du willst wirklich dahin gehen und spüren, nicht spüren, sondern wissen, da hat sich was verändert. Was würde dich aber trotzdem am zufriedensten machen? Also wenn du jetzt eine Erhebung machst, eine Begleitstudie von eurer Arbeit, du gibst den Menschen, da entwickeln sich ja Dinge, ne? Ist Trinkwasser ist eins, aber aus diesem Trinkwasser entstehen ja ganz viele andere Dinge in so einer, in so einem Ort, in so einer Gemeinschaft, wo du es reinbringst. Was, wenn du dann siehst, die und die Auswirkung hat es gehabt? Ja. Und dann ist es auch noch gemessen, erwiesen. Du kannst guten Gewissens sagen, wenn ich jetzt meine Studie sage, wir haben da gut gearbeitet. Ja. Was ist dein Wunsch oder was möchtest du da sich entwickeln sehen? Wann bist du selber, wo du sagst, krass, ich habe diese vier Autos zurückgelassen, dieses blöde Motorrad, wo ich eh keinen Bock hatte, das dauernd irgendwie zur Werkstatt zu bringen. Und jetzt darf ich das auslösen in der Welt? Also deine eigene Wirkmacht vielleicht auch. Eins der wichtigen Sachen ist, wenn man sich vorstellt, momentan das Problem, das wir ja bekämpfen, ist, dass Leute momentan stundenweise, also das kann 4, 5, 6 Stunden am Tag unterwegs sind, unterwegs per Fuß in der Hitze, um Wasser zu holen. Das Wasser ist dann dreckig und verseucht. Das Wasser tragen sie dann zurück. Ja, das anscheinend, das ist schon bricht schon den Rücken. Und dann ist das aber durch so ein Projekt, dass da so Wasseranlagen, Sanitäranlagen, die da erstellt werden, gelöst zum Teil, weil nicht nur sind es mehr 4, 5, 6 Stunden am Tag, sondern es sind jetzt so 15 Minuten am Tag. Nicht nur ist das Wasser jetzt mittlerweile sauber, sondern es ist eben auch zugänglich und es ist nochmal gekoppelt mit Sanitäranlagen, was auch nochmal einen ganz anderen Alltag darstellt, der halt eine Grundlage für ein Leben mit Bildung und Gesundheit schafft. Weil versuch mal gesund zu sein, indem du verseuchtes Wasser trinkst. Verseuchtes Wasser, vielleicht um das auch mal klar zu definieren, ist dann auch verseucht mit beispielsweise Keimen von Tieren, die dann auch da drin sich auswühlen, da drin urinieren, da drin auch ihr Geschäft verrichten. So, das ist in der Regel die in Anführungsstrichen Qualität des Wassers, die viele Menschen, also knapp 800 Millionen Menschen weltweit,
gezwungen sind, zu sich zu nehmen. Nicht nur zu sich als Person, als erwachsene Person. Man soll sich da auch Kinder vorstellen und auch Säuglinge, die das als einzige Quelle haben. Und wenn das von dem einen auf den nächsten Tag jetzt ersetzt wird durch eine saubere Grundwasserquelle und diese lange Wege durch kurze Wege eben, dann ermöglicht das für einige dann auch in der Schule zu bleiben, weil man ist nicht mehr 5-6 Stunden unterwegs und muss dann noch zur Schule danach oder geht einfach nicht zur Schule, weil man diese Verantwortung dann in der Familie trägt und so weiter. So diese Bindung dann zu sehen, die Bindung dann auch generell zu der Gesundheit, ne, das sehen wir ja jetzt schon in den kurzfristigen Befragungen, die wir machen. Langfristig wäre es auch nochmal wertvoll zu sehen, welche Wirkung daraus erzielt wird. Neven, du bist in den USA groß geworden. Deine zweite Muttersprache oder Kindheitssprache, würde ich sagen, ist eigentlich US-amerikanisches Englisch. Obama bringt im Sommer immer seine Summer Reading List heraus, wo man dann so weiß, das sind so die Bücher, die er im Sommer liest, wo dann, glaube ich, sehr viele Menschen sagen, die 10, 20 Bücher hole ich mir. Wenn du jetzt in seinem Team wärst und du müsstest so eine Summer Reading List erstellen, welche Bücher wäre für dich unbedingt wichtig, dass sie dazugehören? Dass jemand, der Macht hat, der an den Schaltstellen, ich meine, er ist jetzt nicht mehr Präsident, aber diese Reading List hat er so etabliert. Was wäre so ein Buch, wo du sagst, wow, Leute, die Macht haben, den drücke ich dieses Buch in die Hand und hoffe, dass Ich glaube, dass ob man in der Macht ist oder nicht, am Ende hat jeder die Macht über sich selbst, ja, und seine eigenen Entscheidungen zu fällen. Oder idealerweise hat man das. Das setzt ja auch einiges voraus. Wäre ich nicht viel anders als bei den Büchern, die ich auch selber jetzt hier heute vorgestellt habe. Also weniger meins. Ne, das, deins darfst du auch nein. In meinem ist schon das drin, was da drin in den anderen zwei Büchern drin ist. Aber die anderen zwei sind viel sachlicher, viel wertvoller, viel anspruchsvoller als mein Buch. Ne, so viel ist auf jeden Fall gesagt. Und ich würde die vielleicht noch koppeln mit dem Buch, weil immer irgendwie heutzutage geht ja alles um Produktivität und alles soll immer gut sein und schnell. Es gibt auch ein Buch, darüber hatten wir auch gesprochen, Thinking Slow and Fast irgendwie, wo man auch tatsächlich sich damit auseinandersetzt. Es gibt verschiedene Denkweisen, die wir haben als Menschen und manche Situationen bedarfen eine schnelle Entscheidung. Das ist manchmal gut. Das kommt mit bestimmten Nachteilen. Manchmal hat das auch Vorteile. Andere Entscheidungen, die müssen langsamer gefallen werden. Ich glaube, wenn man Präsident war oder jetzt noch die Macht hat, die man hat als Ex-Präsident, dann wäre das enorm wertvoll für ihn. Auch wenn ich ziemlich überzeugt bin, dass er das Buch sicherlich gelesen hat, weil das ist so das, was jeder, der in diesem Produktions- und Psychologie im Alltag Thema drin ist, der hat das eigentlich schon mitgelesen. Aber ich finde die Bücher tatsächlich sehr wertvoll. Oder wenn ich noch ein drittes, vielleicht, weil das eine in Deutsch ist, Befreiung vom Überfluss, es gibt noch das Buch Degrowth, was von Jason Hickel ist, der auch ein Autor ist, der mir sehr gut gefällt. Der schreibt auch sehr sachlich und da geht es auch darum, wie können wir als Gesellschaft tatsächlich wachsen, indem wir abbauen. Ne? Also man kann sich das in seinen Alltag dann auch so übersetzen, lieber hat man mehr Zeit für Familie und die Gesundheit, anstatt dass man ein guter Konsument ist und möglichst viel einnimmt und möglichst viel arbeitet, damit man sich möglichst diese teure Urlaube leisten kann, am Ende des Jahres aber so komplett fertig ist und lieber doch dahin kommt, dass man den Mensch und sich selbst in den Vordergrund stellt und sagt, ey, was brauche ich denn eigentlich und wie können wir dort nicht nur als Mensch, sondern auch als Gesellschaft hinkommen. Das sind Ideen, die in Amerika zum Teil beliebt sind, aber noch nicht Mainstream.
Aber zum Teil sind, haben genau. Sie immer noch gerne die großen Autos auf den endlos langen Straßen, die ja auch schöne Bilder produzieren. Das ist ja auch so, wir hängen ja auch an diesen Überflussbildern. Meine Schwester hat 3 Autos, aber die sind nur zu zweit. Also ja, genau. Ich kenne das, das ist der Wahnsinn. Und dann, ja, also das Verrückte ist, ja, wir hängen an diesem Überfluss. Wie wird man ihn los? Du bist ein Mensch, der wirklich für mich unglaublich dafür steht, wie Gedanken zu Handlungen werden können. Und es hat mich sehr interessiert, welche Bücher das bei dir ausgelöst haben. Danke, dass du sie mitgebracht hast, dass du sie vorgestellt hast, dass wir ein bisschen was über deine Arbeit gelernt haben. Das war jetzt unsere Stunde. Das Buch meines Lebens, die Bücher meines Lebens. Danke, dass du da warst, lieber Neven Subotic. Danke, hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mit dir.